Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Heute kommt der große Vergleich und zwar 250 Euro Pocketbike versus 15.000 Euro Supermoto. Wir werden einfach mal vergleichen, was das eine Bike kann, was das andere nicht kann. Und vor allem, lohnt es sich so viel Geld für ein Motorrad auszugeben, wenn man auf einem privaten Parkplatz bzw. privaten Grundstück viel Spaß haben kann mit 250 Euro. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal ran, denn was ich schon gesehen habe vorhin, das ist ganz witzig, an den Felgen, wo war es denn jetzt? Ich glaube auf der anderen Seite, oder? Ne, war es auf der Seite? Hier auf der Seite? Ja, hier. Genau, hier, schaut euch das mal an. Warte, ich drehe mal das Rad ein bisschen. Ja. Hier blättert einfach schon der Lack ab. Seht ihr das? Warte, ich gehe da mal mit dem Schlüssel drüber. Vor allem, ich weiß halt nicht, warum der Lack abblättert, weil ich halt nirgendwo gegengefahren bin und glaube ich erst, wir sind erst in der Tiefgarage damit gefahren, oder? Ja. Also wir haben nichts anderes gemacht, nur in der Tiefgarage sind wir eine Runde gefahren. Guck mal hier. Warte, eben kurz den Blech. Pass auf, ich gehe nur ganz leicht drüber. Ja. Was? Junge, hier, pass auf jetzt. Also, das könnte von mir lackiert worden sein. Aber ganz ehrlich, also man muss halt sagen, das sind immerhin 250 Euro, beziehungsweise nur 250 Euro, die dieses kleine Motorrad hier kostet. Und ich finde das unfassbar. Man kriegt dafür einen Motor, man kriegt dafür wirklich ein komplettes Fahrzeug mit allem drum und dran. Also sogar mit einem, muss sie ja haben, aber mit einer ordentlichen kleinen Bremse, die auf jeden Fall ausreicht. Kann man jetzt nicht vergleichen mit der hier an der Supermoto. Ja, auf gar keinen Fall. Ja, da haben wir eine 4-Kolben Motomaster. Ich bin mir sicher. Nur die Bremsanlage kostet mehr als das ganze Moped. Ich wollte gerade sagen, oder? Ja, safe. Also die Motomaster Bremsanlage kostet, oh Gott, das kann man eigentlich nicht erzählen. Ich meine, die kostet so um die 1000 Euro. Pi mal Daumen. Das heißt, die Bremsanlage ist so teuer wie 4 Motorräder, 4 Pocketbikes von der Sorte hier. Das ist ja unfassbar. Krass, ne? Das ist ja unfassbar. Sollen wir mal einen Soundcheck machen? Oder? Ja, Mann. Oder? Safe, wir können ja mal den Soundvergleich machen, weil wie ihr wisst, im ersten Video mit dem Pocketbike habt ihr schon gehört, dass das Motorrad unfassbar laut ist. Das hat mich selber erschrocken. Und jetzt im direkten Vergleich können wir auch mal hören, ob es lauter bzw. besser klingt als die Husqvarna FE501. Dann zieh mal an den Hobel. So laut. Eine Zweitakter. Eine Zweitakter hört sich natürlich ganz anders an als eine Viertakter, aber trotzdem ist es ein geiler, kerniger Sound. Geil, oder? Okay, jetzt im direkten Vergleich die FE501. Ja, let's go. Also es ist halt wirklich sehr human, das denkt man gar nicht, ne? Obwohl die hier, wie viel Kubik haben wir da? Ich glaube 50, die hier hat 500, das heißt 10-mal so viel Kubik hat dieses Motorrad wie das Pocketbike. Aber trotzdem ist der Sound. Viel, viel leiser. Natürlich kommt das auch dadurch, dass hier viel Schalldämpfer vorhanden ist. Wir haben einen Cut drin, etc. Das ist beim Pocketbike natürlich nicht. Wahrscheinlich ist da einfach nur Straightpipe hinten durch und deswegen ist das Teil auch so unfassbar laut. Ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange. Wir setzen uns einfach auf das Motorrad und dann fährst du, Flo, erstmal das Pocketbike. Oh Gott, ja. Und ich war die 501, dann tauschen wir mal durch und dann sagst du, was du besser findest an dem Pocketbike, beziehungsweise umgekehrt. Also was dir auffällt. Weil dann haben wir zwei Meinungen und am Ende wissen wir wirklich, welches Motorrad mehr Spaß macht. Wie gesagt, wir sind hier auf einem Privatgrundstück. Wir dürfen hier alles machen. Danke nochmal hier an Ecki. Muss man ja ehrlich gesagt gestehen, darf ich sagen, oder? An immer! Moin Leute! Du hast das, komm mal rein hier. Du hast das ermöglicht, dass wir hier fahren dürfen. Weil ihr wisst ja, ich habe in der Vergangenheit ein paar Anzeigen bekommen, als ich mit dem Pitbike gefahren bin. Das fand ich sehr, sehr schade. Aber da draußen gibt es eben Hater, die mich für jeden Scheiß belangen wollen. Und ja, hier dürfen wir machen, was wir wollen. Das ist Privatgrundstück. Hier kann uns niemand was. Das Fahrzeug hat keine Versicherung, keine Zulassung. Aber hier können wir die Sau rauslassen. Das finde ich richtig geil. Dürfen wir eigentlich hier so ein bisschen übers Feld? Wir machen das jetzt einfach. Wir machen das jetzt klar. Einfach. Klar. Okay, dann setzen wir es doch drauf und legen los. Du fährst auch eine Runde heute, oder? Ich fahre auch eine Runde. Mega. Check. Let's go. Ja. So, Freunde, wir haben die Helme aufgesetzt und sind ready to rumble. Flo ist hier am Start. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach ganz fair, weil gerade habe ich ja gesagt, du darfst bzw. sollst das Pocketbike als erstes fahren. Aber wir machen jetzt einfach Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, also klären wir es wie richtige Männer. Ja, wir klären es jetzt wie richtige Männer. Also der gewinnt, der darf die Große als erstes fahren, okay? Okay. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh Mann, Alter. Okay. Gut, aber ey, ganz ehrlich, ich finde es gar nicht so schlimm, weil das Pocketbike so witzig ist und so. Okay, dann start your engine. Ich finde es auch geil, Freunde. Weißt du, wenn. Guck mal, springt direkt an, was will man mehr? Ja, springt auch direkt an, was will man mehr? Da ist deine schon an, ich höre die gar nicht. Ehre genommen! Ja, psch, komm. Sieht doch scheiße aus! Boah, ich mach mal meinen Helm zu, das Ding ist so laut. Ich verstehe dich auch unnormal schlecht.
Boah, und es stinkt, ey. Ich will nicht hinter dir fahren. Nee, aber komm, ey, Zweitaktduft, das ist schon ziemlich geil. Das Gespräch hatten wir doch letztens. Habe ich dich jetzt immer noch nicht zum richtigen Glauben bekehrt, oder wie? Nee, ey. Das gab so viel Hate. Aber es ist nach wie vor nicht für mich. Also, hey, Digga, hast du nicht eine Nachricht bekommen? Ja. Dass du, was hat da einer geschrieben? Sag darf mal. Darf man das so sagen? Ja, komm, sag's einfach. Ja, irgendwie, du dummer Hurensohn, wie kann man keine Zweitakter mögen und so. Digga, das ist schon echt hart. Ja, ach, ich gebe da nichts drauf, ist das egal so, ne? Ich meine, jeder das Seine. Wenn er meint, mich direkt dann so zu beleidigen zu müssen, okay, cool, ne? Aber ja, weiß nicht, ich habe einfach nur okay geschrieben und einen schönen Tag gewünscht, was soll ich machen? Ich hier alles voll, oder ja, was? Ja, ich kann dich nicht ernst nehmen. Da wird dein Hinterrad eiert voll, ich weiß nicht, ob ich mich da gleich draufsetzen will. Hä, wieso eiert das denn? Ja, weiß ich doch nicht. Das eiert? Ja. Ja, das ist alles festgeschraubt. Hä, das ist brandneu. Das hat 2 Kilometer vielleicht in seinem Leben gesehen. Das ist Top-Qualität aus China, mein Lieber. Weißt du was? Wir machen jetzt einen kleinen Beschleunigungstest. Okay. Okay, du sagst mir an, wie viel km/h wir erreicht haben. Also so 10, 20, 30, 40. Ich weiß ja nicht, wie schnell das Ding fährt. Und dann muss man dann im Video halt zählen, wie lange das Motorrad bzw. das Pocketbike auf diese Geschwindigkeit gebraucht hat. Okay, ja, so, bist du bereit? Ja, du fährst vor und ich warte dann da hinten auf dich, ne? Okay, ich zähl runter, ja? Okay. 3, 2, 1, los! Hä, sind wir schon bei 10? 20, 30, 40, 45, oh Gott, Junge, 46, alles eiert hier, alles eiert an dem Ding. Was für alles aua, Junge. Ich hab grad Todesangst. Wie schnell waren wir? Wir waren 46. 46? Ja. Das war schon ganz schön schnell. Also am Anfang hast du ein bisschen gepennt, ne? Warum? Ja, ich dachte so, hey, wann kommen denn die 10 km/h? Wir sind doch safe schon 10 km/h schnell, aber da kam irgendwie gar nichts. Ach so, ja, da hat er ja schon fast gar nichts angezeigt. So. Und außerdem, ich hab ja ein bisschen beschleunigt und musste ja dann erstmal wieder abbremsen, weil ich ja schon viel weiter weg war. Was ich sagen muss, am Anfang kommt die nicht so gut aus dem Quark, aber dann, wenn es erstmal auf Geschwindigkeit ist, die Drehzahl relativ hoch ist, der Resobereich kommt, dann kriegst du einen richtigen Punch, also einen richtigen Push. So von 20 auf 40 ging relativ fix. Ja, du lachst, das fühlt sich auf dem Teil unnormal schnell an. Ja, ich glaub dir das. Aber ich meine, dauert ja natürlich auch ein bisschen, bis er mal so die ganze Beschleunigung auf die Straße bringen kann, ne? Willst du mal eine Runde fahren? Oh Gott, ja, eigentlich nicht, aber ja. Doch, ey, ohne Scheiß, das macht mehr Spaß, als du denkst. Ja. Es ist wirklich geil. Wieso glaubst du mir das denn nicht, Freunde? Was ist denn mit Flo los? Das Ding ist so geil. Das einzige Manko ist halt, wir haben kein Licht, wir haben kein Tacho, wir haben eine Bremse, die jetzt nicht unbedingt so die vertrauenserweckende ist, plus das Hinterrad eiert nach deiner Aussage. Das sind alles so Dinge, wo ich mir denke so, Digga, was für ein Scheiß mache ich hier eigentlich schon wieder? Kriegst du es hin? Komm, es springt schon gut an, oder? Junge, nee, ich bin dafür ein Gott. Weißt du, was cool ist? Also jetzt nicht auf so einer günstigen, sondern auf so einer Yamaha 50er habe ich im Alter von 4 Jahren angefangen, Motorrad zu fahren. Geil, also das ist jetzt eigentlich ein kleiner Flashback, auch wenn wir hier keine Yamaha haben, keine Piwi. Du bist auf einer Piwi gefahren. Ja, ne? du kannst mal ein Bild einblenden. Ich schick dir das gleich. Gut, dann gib mal Gas. Wo sind denn hier die... Ich bleib mit meinen Füßen hängen. Junge, das Ding ist so am Qualmen. Ich bleib meinen Füßen überall hängen. Wo soll ich denn die... Komm, gib Gas. Ich geb voll Gas. Junge, das ist doch nicht... Yeah. Ja, Mann. Komm, das ist echt geil, oder? Junge, das macht doch voll Spaß. Yes, komm, Vollgas. Vollgas. Ah. Ich nehm mich fett aus Maul. Das Hinterrad eiert wirklich komplett. Ja, nein, Junge. Komm los. Junge. Okay, komm mal neben mich. So, pass auf, jetzt machen wir nochmal ein Rennen. Und diesmal sag ich dann aber wirklich an, wie schnell du bist, ja? Also von 10 km/h. Ich will gar nicht so schnell fahren, Junge. Das Vorderrad, das eiert so krass. Also das ist so, weiß nicht. Sprachenlernen, Bubble. Scheiß drauf, komm. Wenn ich mich jetzt aufs Maul lege, du zahlst mir die Hose. Die war teuer, ja? Ey Flo, ganz ehrlich, also du kannst auch wohl dem günstigsten Pocketbike von Amazon vertrauen, oder? Ich habe immerhin das günstigste, was es zu finden gab, ausgesucht. Das klingt doch jetzt irgendwie vertrauenserweckend, oder? Ah, Ecki, renn mit! Du rennst mit? Ja, okay. Gut, Ecki, du zählst runter, ja? 3, 2, 1, los! Okay. 3,
10, 15, 20, 25, 30. Ja, Mann! 35! Warte! Das weckt mich so an zu Eiern hier vor. Da kriegt man richtig Schiss. Junge! Geil, komm, spring doch mal drüber. Komm, spring noch mal drüber. Spring mal da drüber. Wie, da drüber springen? Ja, komm, ich prepare jetzt die Rampe für dich. Das kriegst du doch hin. Freunde, das wird der ultimative Test. Du lass dich schon kaputt. Gott, ja, das geht so in die Hose. Okay, also ich würde sagen, das ist eine 1A-Rampe made by Le David Boss. Flo, wenn du bereit bist, dann wirklich, du brauchst maximalen Anlauf. Geh noch weiter nach hinten. Noch weiter nach hinten, ja. Maximalen Anlauf. Ich hätte euch jetzt sein, Alter. Gut. Bist du ready? 3, 2, 1, go! Ah! Das hat überhaupt nicht geklappt, Digga. Das hat überhaupt nicht geklappt. Nee, du bist mehr eingesunken. Sollen wir mal die Offroad-Eigenschaften testen von dem Ding? Das ja, haben wir eigentlich noch gar nicht gemacht, oder? Ja, let's okay. go. Oh, mein Arsch tut weh, ey. Aua. Hey, komm, fahr mal hier drüber. Okay. Ja, jetzt, aber mit Vollgas. Komm, hier drauf. Ja, Gas. Und über Stock und Stein, jawohl. Hey, warum ist das Ding so langsam? Gib Vollgas. Ich gebe Vollgas die ganze Zeit hier. Ja, schneller. Ja, ich gebe Vollgas, ich gebe die ganze Zeit Vollgas. Junge. Oh, Stein. Stock, warte ich. Ah. Okay, komm. So, jetzt gib mal richtig Gas. Gas. Ich geb Vollgas und geh nicht schneller. Ja, Weenie. Schneller. Ja. Oh mein Gott. Wo ist überhaupt die hintere Bremse und wo vorne? Ich hab keine Ahnung. Warte mal, muss man sich bei Offroad-Fahren nicht ein bisschen hinstellen? Bitte? Warte, komm, wir machen das nochmal. Man muss sich ja hinstellen beim Offroad-Fahren. Ach so, ja, stimmt, okay. Also Second First Try mit hinstellen. Okay. Jawohl, und gib ihm! Das sieht so bescheuert aus. Jawohl, und ey, und oh, boah! Oh Mann, Alter! Das ist so bescheuert. Boah. Ich will auch mal. Ja, auf jeden Fall. Komm, lass mich mal. Junge, was qualmt denn da so? Mach mal aus. Boah, das stinkt. Wo geht das Ding aus? Links. Da. Riecht nach verbrannter Kupplung. Hier ist die Kupplung. Ach jo. Junge. Oh. Du hast die Kupplung einfach gebumst. Holy shit. Aber Ecki soll da noch fahren. Nicht, dass wir das Ding jetzt kaputt machen. Stimmt, Ecki muss auch noch fahren. Ecki. Willst du den Helm haben? Das genau, willst du den Helm kurz haben? Na, Safety First, wir müssen noch ein gutes Vorbild sein. Ja, ja, okay, gut. Komm, du machst das an, oder? Oh Gott, also ohne Scheiß. Wenn ja, stopp. Wenn gleich das Pocketbike brennt, dann weiß ich warum. Okay, warte, ich fahr neben dir. Okay, und ich renn mit. Okay, dann gib mal Feuer, Ecki. Ja, es geht, komm. Ja, und los, jawohl. Yes. Also es ist schon deutlich langsamer geworden, muss ich sagen. Warte, ich schiebe ihn an, komm, mach dich los! Los, ich schiebe ihn an! Schneller! Oh, jetzt fährt er überall raus drüber! Er hat gar keine Erbarmen hier mit dem Ding. Oh, jetzt hier den Bordstein runter! Ja, komm! Nein. Ja, jetzt! Vollgas, schieb ihn mal an, er braucht ein bisschen Push. Komm! Okay! Wie das aussieht! Er ist fast geflogen! Er hat den Lenker losgelassen! Was? Was war das denn? Die Räder! Vorne! Ja, weil du die Hand weggenommen hast vom Lenker, komplett geisteskrank! Ganz kurz zum Schluss, aber auf Höchstgeschwindigkeit. Wie nochmal? Ja, komm, Gas! Junge, die Kupplung ist so am Rauchen. Oh, ist aus? Ich hatte null Griff.
Ist ausgegangen oder hast du ausgemacht? Nee, ist ausgegangen. Oh, oh. Oh Mann, haben wir das Pocketbike jetzt kaputt gemacht? Nein, es geht noch. Oh, oder noch nicht? Also, es kann sein... Oder Sprint leer. Es kann auch sein, dass der Motor einfach viel zu heiß geworden ist, weil alles qualmt. Das ganze Ding raucht. Das ist nicht normal. Ein Fahrzeug sollte normalerweise nicht so rauchen. Oh Mann, das Ding ist Kernschrott, wenn wir hiermit fertig sind. Ich sag's euch. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir switchen mal wieder auf die Big Cam und dann machen wir ein kleines Fazit. Aber eins kann ich jetzt schon mal sagen, dieses Pocketbike ist einfach nur geil. Kleines Fazit an der Stelle, absolut geil. Was sagst du denn, Flo? Komm, ich film dich mal. Stell dich mal dahin, weil du bist ja jetzt auch das Pocketbike gefahren. Und Ecki, komm doch mal beide rein. Kleines Fazit von euch beiden an der Stelle. Also. Also ich kann direkt mal anfangen, was bei mir am Pocketbike besser gefällt als bei der normalen. Ja. Und zwar, du kannst mit dir jeden Scheiß machen und selbst hätten wir uns jetzt hier irgendwo lang gemacht, wäre es halt echt nicht schlimm gewesen so, ne? Machst du so einen Scheiß mit der hier und fährst da durch und weiß nicht, haust du gegen einen Baum oder so, dann ist scheiße. Oder fängt auf einmal die Kupplung an zu rauchen, scheiße. Bei der... Juckt dich halt nicht, ne? Das ist so der einzige positive Vorteil. Andererseits natürlich, wenn du damit 50 fährst oder so, auch was Ecki vorhin gesagt hat. Das war knapp, ne? Das war geisteskrank. Junge. Das war kurz vor Aua. Und da muss man extrem aufpassen, aber sonst, ja, ist ein cooler Gag, ne? Aber weiß ich nicht. Also jetzt für einen Tag auf jeden Fall cool. Aber so auf Dauer gesehen, na, ist nichts für mich. Aber hat Spaß gemacht. Trotzdem, ich muss zugeben, hat meine Erwartungen schon übertroffen. Das hat schon Spaß gemacht. Ecki, was sagst du? Also ich würde das Geld ausgeben, 250 Euro hast du gesagt. Ja. Wäre es mir wert, aber nur, ich sage jetzt mal, für ein Festivalgelände, Tomorrowland oder so. Und dann besoffen von einem Wohnwagen zum anderen. Und dann die Brötchen abliefern, die Flo vorher mit der 501 geholt hat. Weil damit im Straßenverkehr todesmutig und übelst gefährlich. Und übelst illegal vor allem. Also das wirklich, muss man nochmal an der Stelle sagen, kleiner Appell an euch. Wenn ihr euch so ein Ding kauft, ihr könnt damit nirgends rumfahren auf der Straße. Kein Gehweg, kein Parkplatz, gar nichts. Das ist komplett illegal. Und wenn ihr damit erwischt werdet, ich sag euch, dann kriegt ihr im Worst Case eine Führerscheinsperre. Und das wollt ihr nicht. Das wollt ihr wirklich nicht. Das ist Fahren ohne Führerschein, Fahren ohne Betriebserlaubnis, Fahren ohne alles, ohne Versicherungsschutz. Und was noch am allerwichtigsten ist, ich weiß nicht, David, ob du es überhaupt schon gelesen hast, steht hier hinten drauf. Komm mal dich da ran. Nur für 14- bis 16-Jährige dürfen die... Nein! Ja. Was? Also, Freunde, kauft euch das Ding. Das ist eigentlich ein Jungbrunnen. Es ist ein Jungbrunnen. Ich bin jetzt 16. Warte, Moment mal. Wir gehen das mal eben durch, ja? Also, Punkt 1 wäre immer Schutzhelm, ja? Schützer und Schutzkleidung tragen. Wo ist dein Helm? Wunderbar, hatte ich. Perfekt, ist super. Ist da drunter. Man sieht ihn kaum. Alles klar. Hätten wir das auch geklärt. 14 bis 16, wie alt bist du? 15. Okay, super, passt ja auch. Oh, hier haben wir noch eins. Nur für eine Person. Ja. Okay, ich glaube, wir haben eine Aufgabe, oder? Ich fühle mich wie eine Person. Ich wachse halt nach vorne raus. Sollen wir das nochmal... Bitte, also, bitte nicht. Okay, komm. Komm, ich gebe dir die Kamera. Okay. Weil ich glaube, sonst wird es, also mit Flo und dir, beziehungsweise mit, wenn Flo und ich das machen, dann sollte das noch irgendwie klappen. Das heißt, ich gebe dir die Kamera und wir fahren zu zweit, was man absolut nicht machen darf mit dem Ding, mit dem Pocketbike. Ah. RIP Pocketbike. Ja. Ich glaube, es ist klar, dass ich fahre, ne? Du fährst. Auf jeden Fall. Echt jetzt? Ich weiß nicht, warum ich der Dumme wieder bin, der sich hinten drauf setzt bei dem Bekloppten. Der schlechteste Beifahrer. That's it, Dad. Ich glaube, wir haben es kaputt gemacht. Oh no. Oh no. Ist es jetzt kaputt? Was ist passiert? Da ist eine eingebaute Waage drin. Das hört sich nicht so gut an. Oh nein. Wie soll ich denn jetzt damit auf ein Festival fahren? Haben wir noch Sprit? Ja, doch, da ist noch was drin, ja.
Okay, also Sprit haben wir noch. Also, ich glaube an der Stelle müssen wir dem Pocketbike wirklich eine kleine Ruhezeit gönnen. Das ist hier ein bisschen eskaliert. Also wir haben wirklich alles damit gemacht, was man nicht machen sollte. Ecki ist ohne Helm gefahren. Bitte kein Beispiel nehmen. Dann sind wir mit zwei Personen auf dem Ding gefahren. Das Mindestalter ist sowieso, also da wollen wir nicht drüber reden, außer bei Ecki, komplett überschritten. Wir sind halt einfach zu alt. Ecki, ne, 15, ne? 15, gerade geworden. Das passt. Alter Schwede. Also ich weiß nicht mehr, was ich dem noch hinzufügen soll. Das war ein sehr, sehr geiler Vergleich, oder? Absolut. Kann man noch irgendwas mit dem Ding machen? Wegschmeißen. Was? Nein, sag sowas nicht. Was ist denn, wenn wir da hinten irgendwas mit dem Bagger machen? Das ist doch bestimmt lustig. Der irgendwie, dass du uns hochhebt oder ja? So. Ja? Sollen wir das mal da raufhieven oder was? Ich frag den mal. Ja? Perfekt, geil. Okay, let's go. Ich meine, wenn es dabei kaputt geht, ist ja eh nicht schlimm, ne? Okay, ja dann... Ja, let's go. Ein bisschen Action, oder? Okay. David, was bekommst du da jetzt? Pocket Bike. Oh, geil. So, jetzt fahren wir noch die Rampe runter. Oh, oh, ich ahne Böses. Oh! Oh. Okay, also das war's dann komplett. Das war's dann wirklich komplett. Freunde, an der Stelle machen wir Schluss. Ich glaube, wir haben das maximal aus dem Ding rausgeholt. Wirklich? Also jetzt mal ehrlich. Also jetzt nochmal. Die 250 Euro, oder? Die ja, sind's wirklich okay, wert. Also die sind's wirklich wert. Damit kann jeder Spaß haben, wenn ihr ein Privatgelände habt oder irgendwas anderes. Ganz ehrlich, holt euch so ein Ding. Es ist einfach, es ist nur geil. Und es läuft immer noch, obwohl wir, das ist ja das Testergebnis am Ende, beziehungsweise das Testurteil, Ecki mit 100 Kilogramm das Ding hier wirklich über den Rasen geballert hat. No problem. Ne, muss man sagen. No problem. Das ging alles richtig geil. Und ganz ehrlich, bevor man jetzt sagt, so, oh ja, der Traum vom Motorradfahren, 17.000 Euro bzw. 15.000 Euro Supermoto, damit anfangen, bisschen Spaß haben, ist vollkommen okay. Wirklich, oder? Ja, super Vergleich. In dem Sinne, ich weiß auch nicht, was wir hier schon wieder für ein bescheuertes Video produziert haben, aber lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für den Algorithmus. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns allerspätestens morgen wieder. In dem Sinne, genießt die restlichen Stunden und das Allerwichtigste, geht steil! Prop!